Heute gibt es bei uns eine super gesunde und schnelle Rindfleischsuppe und die schmeckt sogar wie bei Oma. Und dazu benötigen wir 3 Jungbullenbeinscheiben, 2 Zwiebeln, Suppengrün, Salz und Pfeffer, Gemüsebrühe und TK Suppengemüse. Jetzt holt ihr euch den größten Suppentopf, den ihr habt, weil wir wollen ja später noch was wegtuppern, und füllt diesen mit kaltem Wasser. Circa 4 Liter, je nachdem wie groß euer Topf ist. Und dann die 3 Beinscheiben vom Jungbullen reingeben. So, Zwiebel schälen und im Ganzen ins kalte Wasser geben. Jetzt die Stange Porree geputzt ebenfalls ins Wasser hineinlegen. Möhren schälen und halbieren und ebenfalls hinein damit. Unsere Kinder dürfen mitarbeiten, weil sie sollen ja lernen, wie man gesund kocht. Hier diese kleinen Kinderhändchen. Machen sie sehr gut. So, jetzt kommt Sellerie. Das gibt nochmal den richtig schönen Geschmack. Auch diesen schön schälen und im Ganzen noch mit dazugeben. So, die 2. Zwiebel kommt auch noch mit rein, hätten wir beinahe vergessen. Aber nicht mit uns, unsere Tochter war aufmerksam. Wer sieht hier 2 Augen, eine Nase, einen Mund? Ich nicht. Jetzt wird's heiß. Genau, jetzt wird's erstmal richtig heiß. Ich sehe kein Gesicht, nein. Also richtig schön aufkochen. Deckel drauf und volle Pulle erhitzen. Bis es so richtig schön sprudeln kocht. So muss es sprudeln. So, ihr seht auch seitlich diese Ablagerung. Ist nicht weiter wild, kümmern wir uns später drum. Jetzt machen wir erstmal so, Temperatur runter, Deckel drauf und jetzt 2,5 Stunden lang die ganze Suppe nochmal köcheln lassen. Ich habe mir hier den Timer gestellt, 2 Stunden 20, der hört dann automatisch auf und nach 2,5 Stunden sieht unsere Suppe so aus. Genau, das ist dieser unschöne Rand, den machen wir nachher mit etwas Zewa weg. Der muss natürlich weg, damit wir eine schöne, klare Rindfleischsuppe erhalten. Weil jetzt ist es eben noch ein bisschen heiß und wir wollen uns ja nicht verbrennen. Also, als nächster Schritt, das Gemüse wird mit einer Schöpfkelle abgeschöpft. So, was bleibt jetzt noch in der Suppe übrig? Genau, die Beinscheibe, so sieht sie aus. Zugegebenermaßen nicht besonders attraktiv, aber wie soll schon gekochtes Fleisch aussehen? Ne? Ist ja kein gegrilltes, von daher. Genau, und so sieht die Suppe aus. Ihr seht oben die Fettaugen. Hilfe, ich fühle mich beobachtet. Auch die Suppe lassen, ja, da sind sie nochmal. Wir lassen die Suppe erkalten, weil dann können wir das Fett wesentlich besser herausnehmen. Zeige ich euch später. Erstmal die Beinscheibe raus. So, zunächst auf einen Teller und wir wollen das Ganze abkühlen lassen, damit wir es danach besser schneiden können. Und zu diesem Zwecke nehme ich natürlich ganz gerne meine Rösteschüsseln, weil ich das Fleisch jetzt ungerne irgendwie so offen liegen lassen möchte, sondern ich habe es vom Gefühl her lieber, wenn ich es abdecken kann. Und deswegen kommt es hier in unsere Edelstahl-Rösle-Schüssel. Da haben wir auch einen passenden Deckel zu, der kommt oben drauf und so ist es schön hygienisch und einwandfrei. Die Suppe natürlich auch mit einem Deckel abdecken und abkühlen lassen. So, so sieht das Ganze im abgekühlten Zustand aus. Wir nehmen wieder unsere Schöpfkelle und jetzt können wir super einfach das erkaltete Fett abschöpfen. Da der Topf und auch die Suppe erkaltet sind, können wir jetzt mit einem einfachen Zewa den Topfrand reinigen, bis alles wunderschön sauber ist. Die Suppe wieder erwärmen und Gemüsebrühe hinzufügen. Genau, ihr habt es richtig gesehen, Gemüsebrühe. Denn ich hatte ja eingangs gesagt, wir wollen eine schnelle Rindfleischsuppe und da ist diese Gemüsebrühe absolut perfekt. Jetzt noch nach Geschmack pfeffern
und das natürlich mit dem Porsche der Gewürzmühlen, mit der Peugeot-Pfeffermühle. Peugeot hat ja die Pfeffermühle erfunden und diese Pfeffermühle sieht einfach schick aus, ist ein absolutes Must-Have in jeder Küche, solltet ihr euch auf jeden Fall leisten. So, dann noch mit Meersalz, ebenfalls nach Geschmack würzen. Kommen wir jetzt zum Suppengemüse. Ich habe mich für Tiefkühl-Suppengemüse entschieden. Ich hatte ja gesagt, es soll ja eine schnelle Rindfleischsuppe werden. Deswegen, das Wichtigste dabei ist, dass ihr das Suppengemüse in einem separaten Topf erhitzt. Das heißt, ihr bringt Wasser zum Kochen, gebt das tiefgekühlte Suppengemüse in das kochende Wasser hinein, lasst es wirklich ganz kurz eine Minute aufkochen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann wird das Wasser natürlich abgegossen, so wie hier. Und dann gebt ihr das Suppengemüse in die Rindfleischsuppe. Würdet ihr das sofort reingeben, würde die Suppe so ein bisschen nach Tiefkühl schmecken. Und das schmeckt überhaupt nicht. Aber wenn ihr es genauso macht, wie ich es euch hier empfohlen habe, schmeckt super lecker und fast wie frisch. Ne? Frisch ist natürlich nicht zu toppen, aber das ist die absolute perfekte Alternative. So, jetzt nochmal ein bisschen köcheln lassen. So, und jetzt kommen wir zum Part, warum die Rindfleischsuppe Rindfleischsuppe heißt, nämlich unsere Jungbullenbeinscheibe. Nachdem wir sie erkaltet haben lassen, schneiden wir das zarte Fleisch ab und teilen es in mundgerechte Häppchen. Sieht ein bisschen aus wie Hundefutter, ist es aber nicht. Es ist ja frisches Fleisch gewesen. Und dann geben wir dieses in die Suppe. Und jetzt ist sie im Prinzip schon servierfertig. Ihr müsst sie natürlich noch abspecken. Und warum habe ich am Anfang gesagt, sollen wir so eine Riesenmenge machen? Genau, damit wir das ein bisschen eintuppern können. Und ich empfehle hierzu Tupperware mit Glasgefäß, da dieses Glas natürlich den Geschmack nicht so annimmt wie Plastik und ich habe dabei ein viel, viel besseres Gefühl. Links, welche ich euch empfehle, welche Glas-Tupperdosen, habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wirklich immer mehr zu kochen und das Ganze dann wegzufrieren und sich da so ein bisschen zu bevorraten, dann müsst ihr euch den Aufwand nicht so oft machen und habt mal schnell eine kleine, gesunde Zwischenmahlzeit. Das Tolle an diesen Tupperdosen ist, ihr könnt sie in der Mikrowelle erhitzen, ihr könnt sie ins Gefrierfach geben, ihr könnt sie in die Spülmaschine geben. Sie sind absolut beständig und haben auch einen Deckel, der das Ganze luftdicht verschließt und auch natürlich nichts raus und nichts reinlässt. Also absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr mehr von diesen Videos haben wollt, dann schenkt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, gebt mir Kommentare, was ich mal wieder für euch kochen soll. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen guten Appetit.